Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Woche, in der der Sommer endlich mal ein paar Tage da war. Auch wenn sich das jetzt gestern und heute schon wieder geändert hat, war doch ab Mitte letzter Woche endlich mal Sommer, sommerliche Temperaturen. Man konnte schwimmen gehen, man konnte grillen. Wir haben den Perseiden, Sternschnuppen, Schauer vom Donnerstag auf den Freitag, glaube ich, sehr genossen, viele Sternschnuppen gesehen. Es war angenehm warm, sodass man auch wirklich einfach mal abends ein bisschen länger draußen bleiben konnte. Und mir tat das sehr, sehr gut. Ich hatte letzte Woche eine etwas schwierigere Woche, was so dem Gemütszustand angeht. Und habe mich so ein bisschen in den Büchern und in Serie verkrochen. Und habe dann wirklich gemerkt, mit Erscheinen der Sommer, der Sonne und des Sommers, ging es einfach ein bisschen besser und wie viel Kraft sowas tatsächlich auch hat und wie gut es der Seele dann irgendwie einfach tut oder dem Geist oder dem Gemüt, wenn da einfach ein bisschen Sonne lacht. Ja, ist alles nicht so einfach, auch wenn vieles natürlich jetzt im Sommer einfach ein bisschen besser ist, hat man eben manchmal seine Gemütslage nicht so im Griff, aber ja, die sonnigen Tage haben da auf jeden Fall geholfen und auch die Bücher in dieser Woche. Ich packe die Bücher wie gewohnt unten in die Infobox, habe da jetzt auch immer die Zeitstempel mit drin und packe dann immer auch noch so das sonstige Geplauder extra zusammen, wenn es dann vielleicht um Serie, Filme geht. Ich glaube, da ist diesmal gar nicht so viel Neues dabei, aber wenn ihr da dann einfach nach und nach euch die Zeitstempel anschaut und auch die Bücher und sonstiges alles unten. Ja, in der Woche habe ich 3 Bücher gelesen und es war so eine okay Woche. Also so mit 3 bis 4 Sterne Bücher, wenn man das in Sterne ausdrücken möchte. Und begonnen hat die Woche mit Zweite Chance auf Finnisch von Christina Lagome. Das ist der zweite Teil der Finn und Love Trilogie. Es geht um Hannah und Nick. Der erste Teil, den habe ich letztes Jahr gelesen und es gibt auch mittlerweile schon einen dritten Teil. Auch als E-Book gelesen habe ich Das Café der weißen Katzen von Anna Solium. Oder Solium. Ich hoffe, man spricht es so aus. Ein Buch, auf das ich mich sehr gefreut habe, was mich sehr angesprochen hat. Ja, ich habe eine große Liebe für Katzen. Dementsprechend können mich solche Bücher immer catchen. Und dann habe ich den neuen Stephen King gelesen, Billy Summers, beziehungsweise habe ich es mir dann auch vorlesen lassen. Ich habe ihr auch zum Hörbuch gegriffen, aber das neue Buch ist eingezogen und wurde auch recht zeitnah dann gelesen. Mit knapp 700 Seiten war das definitiv auch eine Wochenaufgabe. Ja, wir beginnen mit Zweite Chance auf Finnisch von Christina Lagome. Ist letztes Jahr im September erschienen, ist der zweite Teil der Finn-Love-Trilogie, denn die Reihe spielt eben in Finnland. Der erste Teil war mit Lilly und Alec und Alec war oder ist ein Rockstar in einer finnischen Rockband und wir lernten im ersten Teil eben auch schon Hannah und Nick kennen und hier ist der Untertitel Wunden heilen die Zeit und das fand ich einen sehr schön gewählten Untertitel für ein Buch. Der dritte Teil mit Sufi und Joe ist auch bereits erschienen. Hatte ich irgendwie gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Also ich habe den ersten Teil letztes Jahr gelesen in der Lovely Books Leserunde, wo auch die Autorin dabei war, hatte mir dann auch, ich glaube ziemlich im September, Oktober, das Buch als E-Book eben gekauft und habe dann gar nicht mehr so richtig drüber nachgedacht, oh, es gibt ja jetzt auch dann dritten oder irgendwie und bin dann so beim Scrollen in meinem E-Book-Reader darüber gestolpert und dachte, ach ja, neben dem Stephen King, den ich in 7 Teile geteilt hatte, a 100 Seiten, dachte ich, da schaffst du auf jeden Fall ein bisschen auch einen Liebesroman. Ja, wir kennen die beiden Charaktere bereits aus dem ersten Teil und ich möchte den auch gar nicht spoilern, denn man kann die Teile, finde ich, schon unabhängig voneinander lesen. Natürlich erfährt man im ersten Band schon ein bisschen was zu Hannah und Nick, aber nicht so viel, dass man das wissen müsste. Und ich finde, man kann das tatsächlich ganz gut auch ohne Vorwissen sozusagen lesen. Wir erfahren im Prolog auch ein bisschen was zur Vergangenheit der beiden Protagonisten, was ich ganz gut fand, sodass man da so ein bisschen ein Zeitgefühl bekommt, auch was geschehen ist, was sie vielleicht auch motiviert, so zu handeln, wie sie es jetzt tun. Und wir treffen eben auf Hannah. Und sie ist eine sehr warmherzige, starke und doch auch auf sich selbst gestellte Pensionsbesitzerin. Sie lebt da eben auch allein mit ihrer Tochter und wohnt auch recht abgelegen. Und das haben wir eben im Band 1 schon so ein bisschen erfahren können, denn damals haben wir eben Lilly dorthin begleitet. Sie steht mit beiden in Leben und hat aber dennoch Nick,
der eben auch in der Band von Alec mitspielt, nicht so ganz vergessen. Er ist eben auch ein Bandmitglied der Tangorillas, was ich einen total coolen Namen finde. Und ja, er ist eher so dafür bekannt, nichts anbrennen zu lassen, so ein bisschen der Frauenheld zu sein, dieses Rockstar-Leben eben auch wirklich total auszunutzen. Und auch das hat man so ein bisschen im ersten Teil schon mitbekommen, gerade auch mit den Ratschlägen, die er damals Alec gegeben hat, wusste man schon ein bisschen, wer ist denn dieser Nick, wie tickt er so ein bisschen. Ja, beide haben sich vor über 9 Jahren schon einmal getroffen und sehen sich jetzt eben in dieser Kombination auch wieder. Und hier stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob die Zeit die Wunden von Hannah heilen kann und was es auch mit der Tochter auf sich hat, was damals irgendwie dazu geführt hat, dass die beiden nicht mehr im Kontakt stehen und eben dazu eine zarte Freundschafts-Liebesgeschichte, die eben im malerischen Finnland spielt. Und Finnland hat mir schon damals unglaublich gut im ersten Band gefallen. Ich fand, das war mal ein Setting, was man irgendwie nicht so häufig in Büchern hat. Natürlich gibt es mittlerweile auch so einen wohlfühlen Liebesroman, der, ich glaube, in Norwegen spielt. Aber ich fand Finnland mal super spannend und es hatte eben auch so dieses etwas gemütlichere und irgendwie naturbelassene und auch wie die Jungs von der Rockband ticken. Das fand ich damals richtig faszinierend und toll gezeichnet. Es ist wirklich eine super schöne Liebesgeschichte, die eben in Finnland spielt. Und wir haben hier einfach ein ganz, ganz tolles Setting. Also wir erleben viel von Finnland, von den Städten darin, auch was so dieses Rockstar-Leben angeht. Allerdings rückt das hier im zweiten Band definitiv ein bisschen mehr in den Hintergrund. Dafür fand ich aber, dass die Charaktere mit ihrem Leben und auch den wichtigen Nebenrollen, die man eben ja vielleicht schon aus Band 1 kennt und die wahrscheinlich dann auch in Band 3 eine Rolle spielen werden, die rücken ein bisschen mehr in den Mittelpunkt. Auf der einen Seite fand ich das schade, weil ich gerade das Rockerleben, dieses Bandleben richtig toll fand, ich mich da gern eingefunden hatte, eben das auch so mein Highlight im ersten Band war. Andererseits fand ich dann eben auch schön, dass die Charaktere eben mehr die Hauptrolle gespielt haben und man da eben ein ganz wunderbares Gefühl für die Entwicklungen und Ähnlichem bekommen haben. Es ist sehr leicht geschrieben, sehr modern, es hat tiefgründige Charaktere, die tolle Entwicklungen nehmen, es sind echte Dialoge, das hat wieder super viel Spaß gemacht. Ich habe mich auch sehr schnell wieder in den Stil von Christina Lagom reingefunden und habe auch wieder die Charaktere vor Augen gehabt und war eben dann auch wieder mit in Finnland und das fand ich einfach wieder richtig, richtig toll. Was ich besonders schön finde an den Liebesgeschichten, auch von diesem zweiten Teil von Christina Lagom, ist, dass es irgendwie nachvollziehbare Handlungen sind. Also man hat das Gefühl, die Charaktere reagieren echt und es fühlt sich auch möglich an und eben nicht irgendwie so überdreht, überspitzt oder wo man sich fragt, wo kommt denn das jetzt her, sondern es wird wunderbar so dahin gearbeitet, dass eben Entscheidungen nachvollziehbar sind. Leider fand ich die Geschichte und besonders auch das Ende sehr früh vorhersehbar. Ich fand auch, dass das Ende ein bisschen lang gezogen war. Es ist ein schöner Wohlfühlroman mit einer sehr schönen Liebesgeschichte. Hat wirklich Spaß gemacht, auch mit diesem finnischen Hintergrund. Das Ende hätte ein bisschen knackiger sein können und vielleicht tatsächlich auch das Rockstar-Leben so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Aber es war schön, es hat mich gut unterhalten, es hat Spaß gemacht, das eben auch neben dem Stephen King zu lesen. Da braucht man ja auch ein bisschen was Leichteres, war zumindest so mein Gedanke. Und das habe ich hier wirklich ganz gut mitgefunden. Und der dritte Teil steht jetzt definitiv auf der Wunschliste und vielleicht zieht er ja in diesem Jahr noch bei mir ein und wird dann auch noch gelesen. Denn die beiden Charaktere kennt man ja jetzt noch ein bisschen besser und die sind gar nicht so uninteressant, aber schauen wir einfach mal. Das zweite Buch war dann eben im Anschluss von dem einen E-Book, während ich weiterhin den Stephen King gelesen habe, Das Café der weißen Katzen von Anna Solyom. Wie auch immer wir ihre Nachnamen aussprechen wollen. Ich bin dem Buch in den letzten Wochen, Monaten öfter mal begegnet. Ich bin ein großer Katzenfan, ich mochte das Cover. Ich fand auch die Geschichte von der Autorin super spannend, dass sie in Budapest geboren ist, dann einen Abschluss in Philosophie gemacht hat und jetzt in Barcelona wohnt. Also man merkt so ein bisschen, was auch die in der Geschichte eine Rolle spielt. Dass sie das eben auch so ein bisschen selbst erlebt hat, was es eben darum geht, verschiedene Orte kennenzulernen, was das mit den Menschen machen. Ich habe es dann netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Auch das verlinke ich immer unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, wir lernen in dem Buch Nagore kennen. Sie ist Ende 30
und ist gerade von London nach Barcelona gezogen. Sie hat sich dort von ihrem Partner getrennt, beziehungsweise ist der fremdgegangen. Sie ist im Grunde weiter gewandert und ist jetzt eben in Spanien unterwegs, hat Geldprobleme, Existenzprobleme, weiß nicht so richtig, was mit ihrem Leben anzufangen und mag keine Katzen. Doch eine Freundin von ihr bringt sie zu einem Job in einen Katzencafé. Und zwar ist das Café von Yumi, die dort eben das klassische Katzencafé führt, wo die Kunden eben einen Kaffee trinken können, gleichzeitig mit Katzen schmusen können, spielen können, kennenlernen können. Das Ziel ist natürlich, die Tiere dann auch vermitteln, dass man eben wieder neue Tiere aus dem Tierheim herausholen kann. Und natürlich gibt es auch verschiedenste Regeln. Und eigentlich ist Nagore da gar nicht so der Fan von, denn sie mag eben einfach keine Katzen. Und sie hält in ihrer Kontraliste für diesen Job tatsächlich fest, dass sie Katzen hasst und auch Leute hasst, die Katzen lieben. Das fand ich schon wieder so lustig und sympathisch, dass ich dachte, irgendwie hat das ja was. Warum nur die Katze hassen, nicht auch die Menschen, die die toll finden? Und wie ihr seht, ich schmunzel da ein bisschen. Denn natürlich ist Nagore irgendwann dann doch ein bisschen aufgetaut. Und auch wenn sie am Anfang noch sehr mit ihrem Selbstmitleid zu kämpfen hat, fängt sie doch nach und nach an, einen Bezug zu diesen Katzen zu haben. Wir bekommen die vorgestellt, wir bekommen die Eigenarten der Katzen gezeigt und sie öffnet sich nicht nur den Katzen gegenüber, sondern eben auch den Menschen. Es ist ein wunderschönes kleines Buch mit knapp 160 Seiten. Es ist eine philosophische Geschichte, die eben nicht nur mit der Katzenliebe zu tun hat oder auch den Unterschieden von Katzencharakteren oder was die vielleicht auch mit den Menschen machen können, sondern eben einfach eine Lebensgeschichte von einem Mensch, dem es eben nicht so gut geht, der viel jammert, der sich einigelt, der irgendwie keine Perspektive hat und dann eben doch eine Chance wahrnimmt und sagt, ich probiere das einfach und frage gar nicht lang, denke gar nicht so drüber lang nach, auch wenn es eine Kontraliste von Nagore gab, ich probiere das aus und es mehr als schief gehen kann es eben nicht. Und wie eben eine Entscheidung doch auch einfach etwas positiv im Leben bewirken kann. Ich fand es sehr authentisch gestaltet, wie Nagore gezeichnet wurde, wie auch ihre Ängste gezeigt wurden, auch diese Nichtliebe gegenüber den Katzen, das fand ich, trotz dass ich Katzen ja liebe und Tiere, sehr gut nachvollziehbar. Ich fand das sehr authentisch. Ich fand sie am Anfang recht unsympathisch, muss ich ganz klar sagen. Auch ihr Selbstmitleid, ihr ständiges Gejammer, ihr Gemecker. Es war authentisch, keine Frage, aber ich dachte so, Mädel, jetzt komm mal in die Puschen, ne? Und natürlich ist das etwas, wie ich selbst oftmals halt auch denke an einem schlechten Tag oder in einer schlechten Phase, eben einfach mal das Positive sehen. Ich weiß natürlich, wobei es hier jetzt nicht um Depressionen geht, dass das nochmal was anderes ist, wenn man denn depressiv ist. Das wird aber bei Nagore nicht so deutlich gesagt, beziehungsweise auch nicht gezeichnet, sondern da ist eben eher das Leben, was sie so ein bisschen müde macht und eben auch die nicht vorhandene Liebe zu den Katzen. Ich fand aber, dass man sich recht schnell darin wohlgefühlt hat, besonders als die Katzen und ihr Katzencafé dazu kamen. Da hatte man wirklich das Gefühl, hier ist was ganz Feinfühliges gezeichnet. Also diese Unterschiede der Katzencharaktere, die man eben, wenn man mehrere hat, selbst beobachten kann, da ist nicht jede Katze gleich. Wie das Miteinander ist, wie agiert wird, wie das die Katzen untereinander machen, wie zum Menschen sich bezogen wird, das fand ich richtig schön. Sehr gefallen hat mir auch so ein bisschen die Botschaft des Buches, dass man eben ein achtsames Leben leben sollte, wie man das eben auch macht und wie auch Katzen zum Beispiel oder wahrscheinlich jedes Tier dazu beitragen kann. Ich fand auch, dass das nicht irgendwie mit so einem erhobenen Zeigefinger erfolgt ist, sondern mit so einer Leichtigkeit. Es wurde amüsant irgendwie aufgezeichnet und gezeigt und das hat mir sehr viel Freude und Spaß gemacht. Das Ende hat mich sehr, sehr wohlig zurückgelassen. Das möchte ich insofern wirklich betonen, weil ich eben gerade am Anfang so ein bisschen ein komisches Gefühl zu Nagore hatte und dann aber gemerkt hat, wie diese Wohlfühlstimmung auf mich so übergegangen ist und wie herzlich schön ich das dann tatsächlich einfach fand. Es gab auch einige Buchtipps, insbesondere zu Katzenbüchern, zum Beispiel auch Die Katze des Dalai Lama von David Mitchie wurde genannt. Die ich noch nicht kannte, habe ich mal auf eine Liste gepackt und werde mir die auf jeden Fall mal näher ansehen. Es ist nicht nur ein Buch für Katzenliebhaber, sondern ich glaube einfach für tierliebe Menschen, die eben auch Kraft aus Tieren und deren Liebe zueinander sich herausnehmen kann und eben auch wirklich so diese Achtsamkeit spüren, wenn sie eben eine Katze streichen, einen Hund streichen, mit dem Pferd unterwegs sind. Es gibt ja so viele Momente, wo man eben so dieses tierische Achtsame sozusagen spüren kann und ich finde das
auch gerade so die Lebensgeschichte von Nagore eben durchaus für alle anderen auch gut geeignet ist. Und man muss da kein Katzenfreund sein. Man sollte wahrscheinlich schon ein Tierfreund sein oder eben auch einfach offen für solche Geschichten. Und dann nimmt man dieses Philosophische, diese Weisheit, dieses auch, ja, dieses Herzliche einfach so mit, was einen dann ganz nah eben auch an die Geschichte heranbringt. Und das hat mir auch ist richtig gut gefallen. Und wäre der Anfang vielleicht ein bisschen besser oder anders gewesen, dann wäre es vielleicht sogar ein Highlight geworden. Aber sowas, eine schöne, wohlige Geschichte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und das waren im Grunde, und jetzt spoilere ich schon meine Meinung zum neuen King, ja, so ein bisschen die besseren Bücher der Woche. Denn wir kommen jetzt zum neuen King und ich kann da eigentlich wirklich nur ganz laut aufstöhnen. Es ist Billy Summers. Ja, ist das zweite Buch des Meisters in diesem Jahr, hat knapp über 700 Seiten. Habe ich mir selbst diese Woche auch einfach eingeteilt und dachte, jeden Tag 100 Seiten und den Rest liest du dann eben einfach in einem anderen Buch oder wie auch immer. Ab Mittwoch habe ich dann, glaube ich, zum Hörbuch gegriffen, gesprochen von David Nathan. Und da muss ich echt sagen, ich glaube, dieser Mann hat mir dieses Buch gerettet, weil ich immer mal wieder da drin war und dachte, wo gehen wir denn eigentlich hin, Steven? Erzähl doch mal. Ich hatte da so meine Probleme mit dem Buch, mit der Geschichte, mit dem Plot, mit der Handlung. Und ich habe mich lange gefragt und auch zwischendrin immer wieder gefragt, wo ist denn eigentlich Stephen King? Denn den habe ich nicht sehr gut herausgelesen, muss ich ganz klar sagen. Umso mehr ich mich auf dieses Buch natürlich gefreut habe, wollte ich es auch nicht abbrechen, weil so schlimm, da gab es andere Bücher, die ich glaube, ich habe von King vielleicht, ja, nicht mal eine Handvoll Bücher abgebrochen, aber ja, so weit ist es hier nicht gekommen. Aber um was geht's in dem neuen Buch eigentlich? Ja, es geht um Billy Summers, der eben auch dem Buch seinen Titel gibt. Das ist unser Protagonist. Der ist Kriegsveteran und ja, irgendwie aktuell als Serienkiller unterwegs. Er hat schon einige Aufträge hinter sich gebracht und wird auch aktuell wieder von einem bekannten Auftraggeber gebucht. Er soll einen sehr bösen und schlechten Menschen umbringen. Dafür wird ihm sehr viel Geld geboten. Es wird ihm ja so im Grunde auch eine alternative Persönlichkeit geschaffen. Er wird da in eine Wohnsiedlung einquartiert, soll sich da unter die Nachbarn mischen, soll einen normalen Eindruck machen. Gleichzeitig bekommt er in einem Bürogebäude, von dem aus dann im Grunde auch der Anschlag sozusagen verübt werden soll, bekommt er ein Büro, wird dort als Schriftsteller vorgestellt, soll sich da auch unter die Menschen sozusagen mischen, bis dann eben irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo er den besagten Mann töten soll. Ja, das macht er auch sehr gut. Er ist da in der Nachbarschaft unterwegs, freundet sich mit den Kindern an. Er gibt so ein bisschen den Trotteligen und vermittelt diesen Eindruck auch seinem Auftraggeber, also dass er nicht der Hellste ist, plant natürlich seine Flucht und hat da schon so einige Gedanken, hat auch noch eine andere Identität auf Lager und Ähnlichem und ist da wirklich ganz akribisch dabei, sein Leben danach zu planen. Gleichzeitig schreibt er, wenn er in dem Bürogebäude ist, weil er ja Schriftsteller sein soll, seine Geschichte auf, beziehungsweise eine Geschichte, die sich mit Wahrheiten aus seinem Leben irgendwie mischen, und auch daran lässt er uns ein bisschen teilhaben. Während er im Grunde darauf wartet, erleben wir ihn eben als ganz normalen Mann, als mit Gedanken, wie er eben durchaus auch als Serienkiller ja irgendwie unterwegs ist. Der Zeitpunkt der Tat nähert sich und er merkt aber schon irgendwie ein bisschen vorher, dass sich hier irgendwas in den Konstellationen verändert hat. Und ein bisschen später, und da war ich sehr verwundert, dass das im Klappentext dann schon Thema ist, weil das irgendwie relativ mittig oder auf jeden Fall nach dem ersten Drittel passiert. Später, nach einigen Dingen später, trifft er eben dann auch noch auf Alice. Die wurde Opfer einer Gruppenvergewaltigung und das bringt Billy dazu, so ein paar Entscheidungen zu überdenken, beziehungsweise bringt sie ihn auch vor eine neue, schwierige Entscheidung. Und ich war wirklich ein bisschen verwundert, ich habe auch wirklich nachgelesen im Klappentext, dass es hier hinten schon heißt, der Killer und das Mädchen. Und war echt verwundert, dass Alice hier schon so betitelt wurde, obwohl sie eben eigentlich erst sehr spät irgendwie eine Rolle spielt. Also das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Ha, meine Probleme mit dem Buch. Ja, also es war, ich fand, das Buch war 300 Seiten zu lang. Wenn Billy
Also, was Stephen King, fangen wir doch mit dem positiven Ding an. Was Stephen King sehr gut macht, ist definitiv Charakterbeobachtung. Sowohl den Charakter, den er uns als Protagonist liefert, als eben auch, wie dieser Menschen wahrnimmt. Ich finde, das ist wirklich eine Größe von Stephen King. Das kann er nicht nur bei Kindern, das kann er auch bei Erwachsenen, dass er sich Charaktere herauspickt, dass er diese beobachtet, dass er das wiedergibt. Nicht nur in unserem Protagonisten, seinem Kopf ist, sondern uns eben auch die Charaktere drumherum näher bringt. Das kann Stephen King sehr gut. Das hat er hier auch richtig, richtig toll gemacht. Nach der Hälfte, wahrscheinlich so circa, war es dann auch so, dass der ruhige Erzählstil, der wirklich so die ersten 200 Seiten, 250 Seiten, das war schon sehr langsam, sehr langatmig. Man wusste nicht so richtig, wo soll es hingehen, was machen wir hier eigentlich und was will er mir erzählen. Und das wurde dann auf jeden Fall besser. Es hat sich dann der Spannungsbogen aufgebaut. Und da muss ich echt sagen, da war ich dann froh, das Hörbuch zu haben, denn David Nathan könnte wahrscheinlich tatsächlich auch einfach das Telefonbuch vorlesen, es wäre spannend. Für mich hat David Nathan das Buch gerettet. Ich glaube, ich wäre sonst schon irgendwo in diesem sehr langatmigen, es verläuft sich im Irgendwo, Nirgendwo, wäre ich verloren gewesen und hätte vielleicht das Buch sogar abgebrochen. Dank David Nathan habe ich aber durchgehalten und wenn man es dann eben einfach neben dem Putzen hört, neben der Gartenarbeit, dann muss es nicht unglaublich spannend sein. Da kann man eben auch einfach mal zuhören, nimmt das Gesagte auf und ist dann eben nicht so auf diesen Spannungsbogen abhängig. Zumindest geht es mir so. Es gibt sehr gute und gelungene Szenen, die uns Stephen King hier präsentiert und auch Charakterbeobachtungen. Und das, ja, wie gesagt, kann er einfach unglaublich gut. Auch ist Billy Summers ein sehr interessanter Charakter, wäre aber die Geschichte nicht so in die Länge gezogen. Das muss ich echt sagen. Also ich habe mir am Anfang unglaublich schwer getan. Es wurde dann im Mittelteil besser und hinterher habe ich mir auch so gedacht, was machen wir hier eigentlich und was will er mir mit dieser Geschichte sagen? Zudem gibt es unglaublich viel Werbung zum Thema Amazon, es spricht sich auch über Politik aus. Ich finde das immer ein bisschen unschön. Zum einen bin ich jetzt natürlich in der amerikanischen Politik nicht so drin wie ein Amerikaner. Zum anderen frage ich mich immer, warum uns das erzählt wird, was das bei uns als Leser verändern soll, was das aussagen soll. Das fand ich irgendwie von Stephen King auch nicht so gut gewählt. Es war ein okay King. Also ich habe schon schlimmere gelesen, aber es wäre jetzt keins, was ich empfehlen würde, was ich irgendwie sagen würde, muss man gelesen haben. Es ist irgendwie ein okay King, der genauso viel Negatives hat wie Positives, sich also irgendwo im Mittelfeld einfühlt und ich einfach sagen würde, er hatte einfach mindestens 200 Seiten zu viel. Besonders wenn es dann um diese ganze schriftstellerische Arbeit geht, das finde ich natürlich schon spannend, wie Billy Summers seine Geschichte schreibt. Aber dass ich dann noch die Geschichte in der Geschichte in der Geschichte lese, ja, also leider nicht so viel Euphorie wie noch bei Später, was ja definitiv ein kleines King-Highlight für mich war. Zudem ist das halt hier auch eher ein Krimi. Also man wird den typischen Stephen King, finde ich, definitiv schon vermissen, weil man ihn hier auch nicht bekommt. Es hat halt weder Horror noch Thrill noch Spannung. Ja, es ist irgendwie ein langsamer, gemütlicher Krimi, ein ruhiger Krimi. Und ich bin ja auch nicht so der Krimi-Leser. Also, ja, es ist irgendwie okay. Das Hörbuch war definitiv besser als das Selbstlesen. Ja, viel mehr kann ich tatsächlich zum neuen King auch gar nicht sagen. Ja, hat der Meister nicht so abgeliefert, wie ich mir das vielleicht erhofft hatte. Aber das passiert halt manchmal auch mal. Was uns bleibt, ist David Nathan. Also der Mann, der kann es einfach. Das ist einfach so. Ja, das waren sie jetzt auch schon, die drei Bücher der Woche. Doch recht gut geworden mit dem Schlusslicht sozusagen, dem Stephen King. Ja, das kommt auch nicht so häufig vor, aber passiert eben durchaus auch mal, dass eben ein King nicht ganz so begeistern kann. Ja, ansonsten serientechnisch habe ich die erste Staffel von Vampire Diaries beendet und ich glaube auch, dass ich das damals vor 10 Jahren so weit geschaut hatte. Mir kam doch so einiges bekannt vor. Ich bin nach wie vor Team Damon, allerdings nicht für Elena, denn ich finde nach wie vor, die passt perfekt zu Steven. Dieses beidseitige Gejammer, die habe ich glaube irgendwie verdient. Aber ich möchte da glaube ich gar nicht zu tief einsteigen. Es wurden mir jetzt noch weitere Vampir-Serien empfohlen, unter anderem natürlich Buffy. Da kann ich sagen, dass das natürlich was ganz anderes ist
und viel mehr Spannung hat, Witz hat, Komik hat, Unterhaltsamkeit hatte und ich Buffy damals geliebt habe, als es im Fernsehen lief. Also ich bin tatsächlich so alt und das ist ja bestimmt auch schon 12, 15 Jahre her, das wird wahrscheinlich gar nicht reichen, dass ich diese Serie sehr, sehr geliebt habe. Ich fand auch Angels, was ja im Grunde dann so ein Spin-off irgendwie war, fand ich auch richtig, richtig toll, weil ich auch immer so ein Angel-Fan war, obwohl der ja bei Buffy gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Also immer mal wieder, aber da gibt es Vampire, die eine größere Rolle spielen. Und ich habe tatsächlich auch schon mal so überlegt, ob man sich Buffy nicht einfach mal irgendwie so die erste Staffel einfach mal wiederholt. Ich habe hier noch die DVD, wo das Musical drauf ist. Es war ja ziemlich am Ende und ich liebe auch das Musical zu Buffy. Also es ist natürlich manchmal an Abstrusität auch nicht zu überbieten, aber das war von der Musik und so einfach großartig. Also das hat echt super viel Spaß gemacht. Und ja, Buffy, Angel, wenn man da so ein paar Vampir-Serien haben möchte. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Bücher von Anne Rice als Serie verfilmt werden sollen, also wo Interview mit einem Vampir dazu gehört, Königin der Verdammten. Dieser ganze Trupp um Lestat soll im Grunde irgendwie verfilmt werden als Serie. Und das fände ich natürlich schon mega, weil da haben wir natürlich Vampire, die tatsächlich einfach so dem Vampir entsprechen, wie ich mir das vorstelle. Wenn ihr aber Serien oder auch Buchtipps irgendwie habt, die in diese Richtung gehen, sehr, sehr gerne in die Kommentare, würde ich mich freuen. Ich finde, man hat schon lange nichts mehr so an Vampirserien gehabt. Es gab ja noch True Blood. Da habe ich auch 2 oder 3 Staffeln gesehen. Fand ich tatsächlich auch ganz gut. Ist aber halt auch schon irgendwie gefühlt lange, lange her. Aber sowas immer gerne auch in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Ja, ansonsten, ja, den Perseidenschauer hatte ich euch schon erzählt. Der ist ja immer so Mitte August, wenn im Grunde wir hier durch, oder wenn der Perseidenschauer durch uns durchfliegt und wirklich die Kometen und sonstigem eben in die Erdumlaufbahn kommen und eben die Sternschnuppen aussehen. Das war richtig schön. In der letzten Woche habe ich sehr, sehr genossen. Und ja, ansonsten, glaube ich, gibt es jetzt gar nicht so viel zu der Woche zu erzählen. Es war Sommer, um es mit Peter Maffay zu besingen. Und ja, ich glaube, das war es soweit. Es steht auch nicht mehr auf meinem Zettel. Nö, ich glaube, habe ich nichts vergessen. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr in der letzten Woche gelesen habt oder vielleicht auch an Serie schaut. Schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst uns da ein bisschen in den Austausch gehen. Und ich ja, danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.